Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, ich bin der DigiHate, habe in der letzten Folge mal wieder richtig schön abgeledert. Diesmal sind Amerikaner und Insekten dran glauben müssen. Keine Ahnung, komischer Zusammenhang auch wieder, ne? So. Weiß nicht, wie das passiert ist. Tut mir auch leid. Wahrscheinlich muss ich mich entschuldigen und das zu Grund. Also, das aus. Aber. Wir wollen uns jetzt diesmal um die Forschung kümmern. Da habe ich nämlich das Problemchen, dass ich jetzt plötzlich. Schwefel brauche. Das ist echt kacke, weil Schwefel ist etwas, was man wirklich gar nicht brauchen kann. Also um es zu brauchen, weil das so, mein Problem ist ja, dass ich zu wenig Öl habe. Und weil ich zu wenig Öl habe, habe ich natürlich auch zu wenig Schwefel. Problem 1. Und Problem 2, es ist am anderen Ende der Welt. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt hinlaufe. Es ist hier. Und wie man sieht, ist es jetzt auch voll. So, Schwefel wird aus Alkangas gemacht. Alkangas und Wasser. Ja, habe ich beides da nicht. Also, ich habe weder Alkangas noch Wasser da. So, und die einzige Lösung wäre natürlich, dass ich mir das Zeug hierhin transportiere. Also, da haben die sich ja echt was geleistet. Also, dass die irgendwie die Forschung umgestellt haben. Und ich das praktisch jetzt hier so anpassen muss. Geil wäre natürlich, weil ich habe ja hier, was ist das hier? Schweröl? Ich meine, ich kann Schweröl umwandeln in Alkangas. Kann das sein? Oh, das macht mich fertig hier, ey. Diese blöden Mistviecher. Das fängt langsam echt ein bisschen an zu nerven. Bin ich weit davon entfernt? Ja, ne? Was ist da oben? Oh, Alter, was ist hier los? Achso, okay. Also. Also, ich müsste mal gucken. Ich lege meine Leitung. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Deswegen fange ich erstmal an, damit eine Leitung zu legen. Das ist mal eine gute Idee. Kein Plan, aber erstmal eine Leitung legen. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, ob ich ich weiß nicht, ob ich bleiben will, aber ich fälle schon mal ein paar Bäume. Ne? So. Okay. Chemiefabrik. Geil. Okay. Ich mache aus Schweröl Leichtöl. Und aus Leichtöl Alkangas. Geil. So, ich bin ja mitten in der Wüste und brauche Wasser. Herzlichen Glückwunsch. Wo kriege ich jetzt Wasser her?
Ich habe noch nie einen Wasserzug, also einen Zug geholt, der halt praktisch Wasser transportiert, ne? Okay, der geht jetzt hier rein. Das ist natürlich doof. Ich habe eine Wasserleitung, aber die habe ich so dermaßen egoistisch angebaut. Ach so, ich muss da ja hin. Na gut, okay. Also es funktioniert. Ich brauche nur Wasser. Das ist das Problem. Das lässt sich aber leicht lösen. Ich muss nur einfach mal gucken, dass ich das hier ein bisschen umbaue. So ungefähr. Ach. Eieieiei. Ach, das geht auch nicht. So, okay, das haben wir schon mal gemacht und dann geht's jetzt hier weiter. Hier bauen wir ein, was bauen wir denn hier? Eine Leitung. Ha! Wir bauen eine Leitung. Irre! So, wir gehen hier schon mal ein bisschen hoch. Oh Mann, ey. Das ist doch auch scheiße, oder? Das ist auch irgendwie scheiße. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das muss weg. Das muss weg. Das gefällt mir nicht. Ich habe jetzt hier irgendwie ein Mist gebaut, einfach nur, weil ich jetzt so eine blöde Leitung hier haben will. Aber das gefällt mir nicht. Ich hole mir das einfach von hier. So ehrlich muss man sein. Wenn einem das nicht gefällt, dann ist es halt so. Okay, nochmal den hier. Komm zu. So, was habe ich jetzt hier? Den. Ah, es ist so. Zumindest ist es auch schon mal. Sehr geil, dass es auf der gleichen Seite ist.
Achso, warte mal. Eieiei, das wäre jetzt. Das war knapp. Jetzt kommt da noch ein bisschen Strom rein. Fertig ist unser Alkangas. Aber das ist ja noch längst nicht alles. So, nichts passiert. Da kommt nichts an. Geil, dass er mir anzeigt, dass da was ankommt. Alter, hier, was kommt da raus? Ich Zeug. Ach, guck mal, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass da jetzt so ein Fenster drin ist. Okay. Oh komm, lass mich bitte durch, lass mich durch. Da müssen wir nochmal dran arbeiten, vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen copy-pasten oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier... Ach. Schwefel und... Ich glaube, dass meine Konstruktion hier so flexibel ist. Dass es tatsächlich den Schwefel auch richtig geil verteilt. So. Das gucken wir uns jetzt mal an. Dass ich nämlich da auch nochmal schön den Schwefel. Jawohl. So, jetzt gibt's wieder blaue Forschung. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Frage ist nur, reicht das? Ich habe keine Ahnung, wie viel von dem Schwefel der jetzt braucht. Nom, 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 ja, lecker. So. Gut, er braucht zwei Schwefel. Damit ist wieder blaue Forschung am Start, wie man hier schön sieht. Richtig schön finde ich auch, dass hier die gar nicht richtig bis zum Ende verwertet wird. Aber das ist halt, so kann ich halt nochmal neuen hier ransetzen. Ne? Es geht hier um die Diversität quasi. Ja, Quatsch, um die Erweiterung, nicht Diversität, das ist ja völliger Unsinn. Es geht hier um die Erweiterbarkeit. So, okay, die Forschung ist wieder am Start. Man sieht hier, kommen immer wieder ein paar Flaschen an. Leider fällt ins
trotzdem auch wieder aus. Es geht halt irgendwie zu viel daneben. Das ist halt der Nachteil von meiner Diversität. Gott. Ich meine natürlich nicht von meiner Diversität, sondern von meinem... Man müsste das... Man kann irgendwie bei der Forschung, kann man da irgendwie so ein... kann man sowas machen? Ne. Das wäre natürlich cool. Jetzt geht das schon wieder los hier. Die haben hier alles zertrümmert. Tja, Mauern haben sie hingestellt, aber kein Turm. Und ihr fehlen langsam einfach auch die grünen Greifer. Scheiße, ich weiß gar nicht warum. Mir das nicht vorher schon aufgefallen ist, dass da grüne Greifer fehlen könnten. Die Frage ist natürlich, ja, sind die dann schon wieder ausgefallen, ne? Also ich kriege sowieso nicht alle neun gleichzeitig an, zum Laufen. Dafür müssten die schneller laufen hier. Aber es ist halt, die laufen irgendwie rundherum. Also so ist es nicht. Aber die Forschung ist, glaube ich, gerade auch zu schnell. Aber man sieht zum Beispiel der hier, der hat genug, ne? Also da staut sich das hier schon zurück. Oh, der hat sich irgendwie schön alle weggenommen da. So, genug geforscht. Baumaterial mit geringer Dichte, leichtes dennoch stabiles Material, sehr nützlich für Raumschiffe oder persönliche Ausrüstung. Aha. Wie, ich kann Wissenschaftspaket Weltraumforschung forschen? Aha. Das kann ich forschen, obwohl es gelbe Kolben braucht. Das nicht. Obwohl es nur rot, grün und blau braucht. Ich brauche Baumaterial mit geringer Dichte. All the right. Schön übersichtlich. Gefällt mir. So. Teil ist gleich vorbei. Wir gucken uns mal das Problem an. Was sicherlich hier lauert, denn hier kommt ja auch nichts mehr raus. Ey. Ganz ehrlich. Das ist eine meiner geilsten Maschinen. Die habe ich selbst konstruiert. Das Teil hier. Und für die lila Forschung ist nicht ein einziges Teil dabei, was ich halt hier brauche. Das tut weh, Freunde. Das tut wirklich weh. Damit ist quasi alles komplett überflüssig, was ich gemacht habe. Hier alles, das, was ich mir ausgedacht habe. Der ganze Komplex, alles hier, die Komplexität, alles. Alles für den Arsch. Das finde ich nicht in Ordnung, Freunde. Das finde ich nicht in Ordnung.
Okay, alles bis zur. Also Lichtbogenofen. Lichtbogenofen ist geblieben. Und Lichtbogenofen ist das Einzige, was hier nicht passiert, weil hier keine Steine kommen. Kann das sein, dass der vorher keine Steine brauchte? Okay, aufgepasst. Wo kann ich meinen Anzug abschalten? Das ist irgendwie echt bitter. Also zumindest die Dinger. Zumindest hier für die Lichtbogenöfen. Zumindest das. Ja, das ist mir geblieben. Aber ansonsten brauche ich jetzt Gleise und Produktivitätsmodule. Ich weiß gar nicht. Gleise. Brauche ich wahrscheinlich Stahl für. Ich brauche Steine dafür und Eisenstangen. Okay. Stahl, kein Problem. Eisenstangen dürfte auch nicht so schwer sein. Aber Produktivitätsmodul. Okay. Der Klassiker. Verrückt. Verrückt, wie mich das ankotzt. Diese ganze Maschinerie, alles für den Arsch, ey. Was noch? Komm, gib's mir. Was ist mit Schwarzen? Granate und Mauer. Granate, irgendwas mit Schwarzpulver. Und Mauer ist einfach Steine, okay. Und Granate. Kohle und Eisen. Geil, Kohle. Super. Ich glaube, Kohle habe ich nicht mal hier in meinem Hub drin. Doch. Was als nächstes? Gelb. Jawoll! Flugrobotergestell und Baumaterial mit geringer Dichte. Ich glaube, das erforsche ich gerade. Ich drehe durch. Gucken wir uns das mal an. Was brauchen wir dafür?
Was brauchen wir dafür? Was haben wir gesagt? Baumaterial mit geringer Dichte und das andere war... Schon wieder vergessen vor Entsetzen hier. Ach, Fluggestelle, ey. Ey, das ist ganz anderer Kram als das, was ich halt vorher brauchte. Guck dir das an, was ich dafür brauche für Fluggestelle. Batterien haben wir... Batterien brauchen wir tatsächlich. Stahl? Ich brauche keinen Stahl. Hier dann ein grüner, also elektronischer Schaltkreis, ja. Und dann Motoren. Und dann habe ich diese... Das nur für diese Fluggestelle. Oh Gott. Motoren, hier, das sind die Dinger. Die habe ich hier hergestellt. Kannst du mal angucken, wie kompliziert das ist, diese blöden Motoren herzustellen. Da muss ich nämlich erstmal die Motoren herstellen. Und braucht grüne Schaltkreise, um die herzustellen. Und ich brauche noch Schwefel dafür. Den ganzen Kladderadatsch, den kann ich dann da aufbauen. Oh Gott, Alter. Mir wird ganz übel. Mir wird so richtig übel. Bis meine Forschung wieder läuft, Alter, da bin ich über die 400 Teile. Selbst der Zug steht entsetzt hier rum. Ja, dann haben wir ja bald wieder was zu tun, ne? Dann haben wir ja bald so richtig wieder was zu tun. Wenigstens läuft rote und grüne Forschung. Das wäre es jetzt auch, wenn die auch noch geändert hätten. Aber das Ding hier, das ganz ehrlich, als das lief, vielleicht findet ihr mal einen Teil, das ist meine Lieblingsmaschine gewesen, weil ich die halt irgendwie auch, weil ich die selbst konstruiert habe. Na, ich habe irgendwie, gut, ich habe mir tatsächlich angeguckt, wie einige Maschinen liefen, also gemacht werden, diese zum Beispiel. Die habe ich nicht selber, ne, die habe ich nicht selber zusammengebaut. Die ist praktisch, die habe ich aus dem Internet. Vielleicht ist es ein bisschen modifiziert und so, ne? Aber, ja. Aber die habe ich aus dem Internet. Und... Ja, diese hier auch. Die habe ich auch aus dem Internet. Ne? Aber die hier... Das ist meine eigene Kreation. Und ich war so, ich fand die so geil. Weil die auch so quadratisch ist. Also nicht quadratisch ist sie nicht, aber sie ist halt rechteckig. Relativ rechteckig. Ich könnte echt heulen, ey. Aber naja, egal. Wir kriegen das hin. Und dann ist es halt irgendwann auch wieder gut. Hm? So. Weil, was sollst du sonst machen? Ich weiß nicht, warum ich Raketentreibstoff erforschen muss. Das muss ich jetzt nochmal schnell gucken. Teil 29 Minuten lang. Scheiße. Aber ich muss jetzt unbedingt mal gucken, warum, oder was heißt nicht warum, aber Raketentreibstoff, kann ich die gerade keinen Raketentreibstoff herstellen? Hier. Doch voll.
Nanu. Wie ich hier irgendwie... Und wie ich hier Raketentreibstoff herstelle. Oder was ist das? Ach, das ist ja gar kein... Das ist ja Festbrennstoff, genau. Den Raketentreibstoff, den müsste ich mal irgendwie in so einen Zug packen. Oder in den Panzer oder so. Vielleicht fährt er dann schneller. Aber egal, ich... Traurig. Ganz traurig ziehe ich mich von dann. Mit dem festen Bewusstsein, dass ich noch eine ganze Menge umstellen muss. Geliebte Maschinen umbauen muss. Naja, ja, so ist es halt. Also, wir sehen uns. Viel Spaß auf YouTube. Tschüss.